Jetzt sind es ja schon, man kann sagen, zwei falsche Parteien, die man wählen kann. In Brandenburg sind es genau 50% der Bürger, die falsch wählen. In Thüringen mehr als 50% und in Sachsen sind es tatsächlich noch weniger als 50%. Ja, und da ist mir letztens ein Spruch von Bertolt Brecht über den Weg gelaufen. Er hat am 17. Juni sinngemäß gesagt, die Regierung sieht, dass ihr Volk versagt hat. Wäre es da nicht besser, dass die Regierung ihr Volk auflösen würde und ein neues wählen würde? So, zwei dumme, ein Gedanke. Ich kannte den Spruch nicht, habe aber ein Lied gemacht, das genau darüber spricht. Es heißt Endlich Bürgerwahl und es ist ein Lied über den Zustand, dass unsere Herren Politiker nun das Recht haben, ihre Bürger selber zu wählen, damit sie nicht mehr so konfrontiert werden mit Wut und mit Enttäuschung. Ja, und was dabei rauskommt, das hören wir in dem Stück Endlich Bürgerwahl. Freche Bürger, Wut und Zorn, so konnte es nicht weitergehen. Ein Bodensatz an Hirnlosen, die die Eliten quälen. Und wegen ihres Rechts auf brave Bürger, sagt das oberste Gericht, dürfen nun Politiker ihre Bürger endlich selber wählen. Bürgerwahl, ein Novum und ein Zeichen für den Wandel hin zu Handlungsfähigkeit und neuer Harmonie. Gespannt erwartet wird am Wahltagsabend das Ergebnis, wer Bestandteil werden darf von dieser schönen, neuen, besseren Demokratie. Dam, ba 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 bam, ba 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 bam. Ein Paukenschlag mit 30,6% gewählt ist die Deutsche Frisuren- und Kleidungspartei. Das sind die Bürger, für die ein Politiker gut aussehen muss. Modisch aktuell mit Kosmetikern und Fotografen immer stets dabei. Dahinter dicht gefolgt kommt dann die PAMP und das ist die Partei vom allgemeinen Medienpublikum. Diese Leute lieben Bilder, Storys, Show und Emotion, Talkshow und die Tagesschau und viele der Politpromis, die wählen sie darum. Dann die dritte große Volkspartei ist schließlich die Demenzunion. Die Kraft für alle Bürger, die ziemlich schnell vergessen. Gewählt von allen wendigen, rhetorisch sehr geschickten Volksvertretern, die den eigenen Kurs gelegentlich um 180 Grad ändern müssen. Das war's auch schon. Und die Fraktionen der gewählten Bürger bilden etwas, das man große Bürgerkoalition nennt. Die anderen bleiben draußen und die Hürde für den Einzug in die Demokratie musste mittlerweile angehoben werden auf 20%. Und nicht dabei, ist die, ich denke, noch selber Bürgerpartei. Und nicht dabei, ist die Bürgerliste souverän und frei. Und nicht dabei, ist der Deutsche Kreuz- und Querdenkerverein. Und nicht dabei, ist die Deutsche Demokratische Volksentscheidspartei. Dam.
Rap, tap, down, down, rap, up, boop, boom. Endlich die Bürgerwahl, der feuchte Traum unserer Politiker.